Jedes Jahr verunfallen eine Unmenge von Motorradfahrern auf unseren Straßen. Ich frage mich immer, muss das sein? Kann man sich nicht mehr darauf vorbereiten, auf die Saison mit unseren Zweirädern? Ist der Tod nicht ein viel zu hoher Preis für das Vergnügen? Und doch immer wieder hole ich mein Motorrad aus den Schuppen und fahre hinein in den Sommer. Ein Unfall mit einem Motorrad hat meist schwerwiegende Folgen. Meist fehlen Glieder oder endet sogar mit dem Tod. Also bitte, achtet bei eurer Fahrweise auf den Verkehr. Und liebe Autofahrer, bitte achtet auch auf uns. Hallo Leute, na, wie merkt man denn, dass Frühling wird? Na, wenn man auf der Straße fährt mit seinem Moped und da und so muss man grüßen, gell, weil so viele Freunde einem entgegenkommen, ne? Da geht wieder die schöne Zeit ein des Motorradfahrens. Und ich freue mich jedes Jahr drauf, mit meinem fliegenden Backstein in der Gegend rumzufahren. Und mal Humor beiseite, ne? Aber es ist auch eine gefährliche Zeit. Leute, denkt immer dran, die Autofahrer haben sich an euch noch nicht gewöhnt. Gebt eurer Zeit. Überprüft euren Luftdruck bei euren Reifen. Zieht euch ordentlich an, nicht so wie ich mit Jeans und Ding. Weil es bringt nichts, wenn es runterfällt, die paar Hundertstel Millimeter haut diesen Ruckzug weg, lebt man's. Und ich fahre für mein Leben gern Motorrad. Aber man muss alle aufpassen, ne? Weil ihr wisst ja selber, wie viele Autofahrer übersehen uns, fahren einfach raus, beachten uns nicht. Weil sie denken, da kommt der Glenz Mofa her mit 25, dabei kommt der Motorrad mit 160 PS hergepfiffen, ne? Wisst ihr selber. Und denkt einfach dran. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn ich so über die Landstraßen fahre, in gemütlicher, vorgeschriebener Fahrweise. Freue mich jedes Jahr drüber, wenn mir der Wind so über die Ohren pfeift, wenn es der Helm zulässt. Und es gibt einfach nichts Schöneres, gell? Es gibt einfach nichts Schöneres mit dem Moped fahren. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute und eine wunderschöne Saison. Aufgepasst! Fahrt langsam in die Kurven. Euer Motorrad muss ich erst an euch gewöhnen. Also, ciao! Jetzt habe ich doch was vergessen. Fahrt nie schneller, wie euer Schutzengel fliegen kann.